Du musst die Umkehraufgabe noch anschauen. Wieder Umkehraufgabe, immer umkehren. Umkehraufgabe, Y, also Parameter gesucht. Von Y ist gleich A mal Sinus Bx gesucht. Okay. Das heißt, ich habe eine Funktion gegeben und ich suche mir dazu entsprechend jetzt die Parameter, so dass ich die Funktionsgleichung aufstellen kann. Naja, auch immer ganz wichtig. Okay, ich mache also meine geraden Strich, Y-Achse, und sage einmal, ich habe also jetzt hier 1, 2, 3, 1, 2, minus 3, dann haben wir da 1, 2, 3, Pi, 1, 2, 3, 2 Pi. Okay. Nummer 1, 2, 3, 3 Pi. 1, 2, 3, 4 Pi. Ja, das kann ja durchaus passieren. So, und jetzt will ich da eine Funktion einzeichnen und dann wollen wir die analysieren. Machen wir mal hier Folgendes. Ich gehe bei 0, bei 2 Pi und bei 4 Pi mache ich da die Nullstellen. Dann in der Hälfte. Bei Pi haben wir, gehen wir rauf zu 3 und bei 3 Pi gehen wir rauf zu, runter zu minus 3. Das schaut also dann so aus. So, okay, was ist das jetzt für eine Funktion? Ja, du hast also zum Überlegen. Aha, ja, was haben wir? Also den größten Abstand von der Y-Achse, Maximum, beziehungsweise in die andere Richtung wäre es ein Minimum, ist 3. Also muss das das A sein. Okay, also bei uns ist jetzt Y ist gleich 3 mal Sinus und das B müssen wir also noch suchen. Gut, wie kriegen wir jetzt das B? Dazu gehen wir also die ganze Funktion durch. Wir schauen also da hier, wo endet die ganze Funktion? Die endet hier bei 4Pi. Aha, okay. Das heißt, wir haben sonst üblicherweise das Ende bei 2Pi. Und jetzt haben wir das bei 4Pi. Wie haben wir das vorher gemacht? Vorher haben wir gesagt, also wenn ich hier das Innere gleich dem Ende setze, dann sollte ich entsprechend den Parameter bekommen. Na, wie war das? Okay. Moment, wir schauen uns einmal nochmal an. Wir haben gesagt, wenn ich habe y ist gleich Sinus von 2x, dann war, wenn ich das Ende haben wollte, musste ich 2x, 2x Ende gleich 2pi setzen. Okay, wenn ich dann durch 2 dividiere, dann habe ich x Ende ist gleich pi. Und da haben wir aber genau das Gegenteil. Aha, das heißt also, das, ja, aber ich weiß das Innere ja noch nicht. Also das heißt, ich habe hier eigentlich b mal x ist aber jetzt hier 2pi. Und das x Ende war aber eigentlich ist jetzt 4pi. Wenn ich das jetzt einsetze, b mal 4pi ist gleich 2pi, dann dividiere ich durch 4pi und dann habe ich b ist gleich 2pi durch 4pi. Also ein halb. Dann müsste hier ein halb stehen. Ja, kompliziert. Ja, die andere Betrachtungsweise ist vielleicht einfacher. Ich schaue mir an, wie viel von der Funktion im Intervall 0 bis 2 Pi da durchmarschiert. Das ist aber die halbe Funktion und deswegen gehört also dann ein halb hier. Das wäre aber ein bisschen schnell. Okay, das heißt also, die halbe Funktion ist hier durchgelaufen. Wir müssen uns dann noch ein zweites Beispiel anschauen.
wie das also dann ausschauen könnte. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Okay. So, nehmen wir also jetzt hier Folgendes. Wieder eine Achse. Eine Achse. Gut, machen wir da hier einmal, machen wir mal da hier 1 und da 1,5. So, da haben wir hier dann minus 1 und minus 1,5. Und dann haben wir da hier, okay, 1, das heißt, da haben wir 1, 2, i, okay, was muss das da hier gewähren? Okay. Schauen wir uns das folgendermaßen an. Ich tue mal hier halbieren und dann noch einmal halbieren hier und hier. Und dann im Viertel gehen wir zum Maximum und dann folgt das 1,5. Und im Dreiviertel von dem Intervall 0 bis Pi gehen wir da so rüber. So, also die Funktion soll also jetzt so ausschauen. Also das Maximum ist hier 1,5, das Minimum ist minus 1,5. Bei Pi halbe haben wir eine Nullstelle und bei Pi haben wir eine Nullstelle. Okay, da fällt also irgendwo, kommt dann noch 2Pi und wenn wir da hier, da ist dann 2Pi. 3Pi halbe und 2Pi. Also da wäre also die Funktion noch einmal. Okay, noch einmal so eine Funktion. Die schnelle Bezeichnung. Okay. Welche Funktion ist denn das? Y ist gleich Punkte Punkte mal Sinus von Punkte Punkte x. So, schauen wir uns das noch einmal an, der Reihe nach. Was wäre das erste? Das erste ist, außen ist immer leicht. Also das hat man nur das Maximum von der Funktion, also 1,5 in dem Fall. Gut. Und dann schaue ich bei 2pi, wie viele Funktionen da durchmarschiert sind. Wie viele Perioden. Hier habe ich aber eine, zwei. Okay, da herrscht jetzt ein Zweier. Am einfachsten. Okay?